Renne los, habe Hunger auf Frühstück, lege den Rückwärtsgang ein und suhle mich im Sonnenschein. Gedenke Mutter Bianca und Vater Karl. Flitze weiter. Hechel zu Maisfeld, alles weg. Starre mehrmals erstaunt, sehe keinen Halm und bin übel gelaunt. Buddel für Wut ein Loch, äquivalent zu dem in meinem Abdomen. Besinne mich und denk an Bruder Rocco. Hatte er mir nicht von einem anderen Feldvogel schwärmt? Natürlich, zisch ab und springe vor Freude einfach so gewaltig in die Luft. Juhu! Schrot am Kanal entlang, mach ein Päuschen und schnapp noch ein wenig hart, zwei tot. Fantasiere dabei, mein Leben wäre ein Film. Nein, nicht so. Mit Musik und schwarzen Balken und so. Ja, guck dir das an, ein echter Blockbuster. Nun aber los, habe Kohldampf. Presche ins Maisfeld, pirsche durch die Reihen und bekomme ständig Blätter in die Visage. Volle Auswahl in diesem Labyrinth. Aber ganz schön viele Blattläuse hier. Spritzt denn niemand mehr? Eine ordentliche Ladung Gift fehlt dem Gestänge hier. Fülle mein Kölbchen, wehne mich im Himmel. Und verköstige es übertrieben reißerisch. Werde wiederholt von Blattlaus gepiesackt und nehme Reis aus. Düse über den Acker und bringe meinen filetierten Gourmet-Mais zum ersten Feld. Lecke noch einmal zum Abschied, trotte davon und hoffe auf eine gute Ernte im nächsten Jahr. Stehe gelangweilt in der Gegend und nehme mir die Seele aus meinem Australien. Ganz schön anstrengend, diese Strapazen. Nehme die Abkürzung durch den Wald und verlaufe mich direkt. Entdecke alte Kultstätte und nehme mich in Acht vor Dammhirschen. Die Biester können ganz schön unangenehm werden um diese Jahreszeit. Verirre mich weiter. Sieht ja auch alles gleich aus hier. Finde schließlich raus und ab nach Haus. Maus. Nach Hause, bin müde, muss schlafen. Nach Hause, bin müde, muss schlafen. Nach Hause, bin müde, muss schlafen. Stopp jetzt, es ist Schluss. Es ist jetzt Schluss. Es ist jetzt Schluss.